Du bist gerade im Prozess, dich selbstständig zu machen und fragst dich, welche Steuern auf dich zukommen und vor allen Dingen wie viel. Nun, da gibt es heute hier viele gute Nachrichten und einen Überblick über die gesamten Steuern. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und ich habe nicht nur selbst viele Firmen aufgebaut und leite die noch, sondern wir begleiten jedes Jahr hunderte von Menschen dabei. Und alle kommen an diesem Punkt natürlich nicht vorbei an Steuern. Fangen wir gleich mit der ersten Steuer ein, die normalerweise auf alle Produkte und Dienstleistungen aufgeschlagen wird und es nur wenige Ausnahmen gibt, die Umsatzsteuer. Die gute Nachricht ist, dass ab dem Jahr 2020, dass dann du eine Umsatzsteuerbefreiung bekommen kannst, beantragen kannst nach dem § 19 Umsatzsteuergesetz als Kleinunternehmer, solange du die Umsatzschwelle von 22.000 im Jahr nicht überschritten hast, beziehungsweise im letzten Jahr nicht überschritten hast und in diesem Jahr nicht mehr als 50.000 Euro Umsatz hast. Normalerweise musst du 19 oder 7% Umsatzsteuer auf alle Produkte oder Dienstleistungen aufschlagen. Du kannst aber davon befreit sein, nicht nur über den § 19 des Umsatzsteuergesetzes, sondern auch über den § Nummer 4. Dort gibt es eine Liste mit umsatzsteuerfreien Leistungen. Sobald du ein Gewerbe anmeldest oder eine Kapitalgesellschaft gründest, dann unterliegst du dem Gewerbesteuergesetz. Und da sind natürlich alle Freiberufler von befreit. Aber sobald du ein Gewerbe hast, dann musst du hier Steuern bezahlen. Aber die gute Nachricht ist, nicht gleich sofort. Solange du also ein Einzelunternehmer bist bzw. eine Personengesellschaft hast, hast du einen Freibetrag von 24.500 Euro Gewinn. Und erst wenn du diesen Gewinn überschritten hast, dann wird darauf erst die Gewerbesteuer berechnet. Wenn du jetzt dich entschieden hast, mit einer Kapitalgesellschaft zu starten, also einer Unternehmergesellschaft oder einer GmbH, dann wirst du zusätzlich zur Gewerbesteuer noch eine Körperschaftssteuer in der Höhe von 15% entrichten müssen. Und auf diese 15% kommt nochmal der Solidaritätszuschlag hinauf mit 5,5% geschlagen und zusammen ergibt es dann ca. 15,825%. Der Nachteil hier ist, dass du keinen Freibetrag hast, wie als Einzelunternehmer bei der Gewerbesteuer, sondern ab dem ersten Euro als Gewinn wird die Kapitalgesellschaft sofort gewerbesteuerpflichtig und auch körperschaftsteuerpflichtig. Der Vorteil aber bei einer Kapitalgesellschaft ist, dass deine Entnahmen als Geschäftsführer, also die Lohnkosten, dass die voll absetzbar sind als Kosten, was beim Einzelunternehmen beispielsweise nicht vorhanden ist. Das heißt, selbst wenn du jetzt 50.000 Euro Gewinn machst mit deiner GmbH und du zahlst hier einen Lohn aus, ein Jahresgeschäftsführergehalt von insgesamt 50.000 Euro, dann hast du auch wieder eine schwarze Null und damit entfällt Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und auch die Gewerbesteuer. Wenn nun deine Gesellschaft GmbH oder UG mehr Gewinne macht, als du Geschäftsführerkosten hast, dann entnimmst du als Gesellschafter Gewinne aus der GmbH und die sind wiederum abzugelten mit ca. 25% Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag. Und die letzte wichtige Steuer, die auf dich zukommt, ist, wenn du deine gesamten Einkünfte, die du erzielt hast, außer die über die Abgeltungssteuer, also zum Beispiel Lohnsteuer oder Einkommen aus Gewerbebetrieb oder aus Freiberuflichkeit, die werden alle zusammen in einem Einkommensüberblick gesetzt und unterliegen dann der Einkommenssteuer. Das sind also deine privaten Steuern. Und hier ist die gute Nachricht, solange du nicht mehr als 9.168 Euro Gewinne oder Einkommen hast, fallen noch keine Einkommensteuerzahlungen an. Erst wenn du über 9.168 Euro kommst, dann wirst du anfangen, mit einem niedrigen Steuersatz Einkommensteuer zu bezahlen. Und je höher der Betrag dann steigt, desto höher werden dann auch die Einkommensteuerzahlungen auch berechnet. Dafür gibt es online einen Rechner, Einkommensteuerrechner, und dort trägst du ein, für welches Jahr du wie viel Einkünfte erzielt hast, wie deine Familiensituation ist, in welchem Bundesland du wohnst und ob du Kirchensteuer zahlst oder nicht, und dann kommt unten eine Kalkulation deiner Einkommensteuer heraus. Solltest du Fragen haben, wie du das optimal für dich aufbaust, kalkulierst, in deinem Finanzplan einberechnest oder später auch meldest, also deklarierst, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur Unternehmensberater und Coaches bei uns im Team, sondern auch Steuerberater, die dich am Anfang, bevor du also startest und die Rechtsform auswählst, dabei beraten können, was die beste Lösung für dich ist, aber auch im Alltag immer wieder darauf hinweisen können, was du tun kannst, um deine Steuerlast zu minimal wie möglich zu halten, aber das auf legalem Weg.
Du kannst gerne jetzt einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, dieses Video liken, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.